Hallo zusammen, ich bin gerade in Berlin für Fotos für meine Website und bin andersrum. Ich wollte eigentlich schon seit Beginn an so ein bisschen filmen, so ein bisschen euch zeigen, was wir wie wo machen. So quasi alle behind the scene, aber im Guten. Ich habe es vergessen, soll passieren. Und daher gibt es heute den zweiten Tag ein bisschen was von mir zu hören. Und gestern haben wir richtig tolle Fotos gemacht im Cat Suite von seinem Oheimer in einem richtig schönen Boden. Das ist super, super schick. Das hat vorne einen Reißverschluss und ich habe noch nie im Cat Suite gehabt, das halt vorne geöffnet ist. Und ich finde das echt super, super schick, weil wir ganz, ganz viel damit spielen. Die Qualität ist unglaublich toll. Dazu habe ich halt noch ein schönes Korsett. Und das haben wir gestern geshootet. Und, ach ja, genau. Und in Berlin Boots haben wir auch gestern eine richtig schöne Serie gemacht. Und mittlerweile, ich bin ja ganz, ganz stolz darauf, kriege ich es wirklich hin, in diesen Berlin Boots richtig gut zu laufen und zu stehen, ohne quasi nach 5 Minuten total wackelig auf dem Bein zu stehen. Und das funktioniert mittlerweile richtig gut. Und ich glaube, damit werden wir auch in Zukunft noch ganz viel arbeiten, sodass wir halt euch auch auf der Webseite mehr Fotos davon zeigen können. Okay, was haben wir heute gemacht? Ne? Wie gesagt, geschminkt, Haare gemacht, was man halt so macht, bevor man irgendwie als Model mit Arbeiten anfängt. Und wir waren heute draußen in Berlin vor dem Brandenburger Tor und haben da so ein kleines Video gedreht und da habe ich ein schwarzes Latex-Skizzier gehabt, ein schwarzes Bauchmieter von Polymorph und okay, leider, ich muss es sagen, ich habe noch eine schwarze Jacke drüber gehabt, weil es war wirklich richtig, richtig doll kalt und bin da halt so ein bisschen rumgelaufen, habe mir diesmal das angeguckt und es war echt witzig, als man so die Reaktion von den Leuten gesehen hat, der hat so geguckt und ja, wer ist denn da? So ganz neugierig. Andere haben natürlich ein bisschen so reagiert, ne? Wie es halt Jugendliche, vergebt mir, so mit 14 halt drin, so bald sie in einer Gruppe zusammen sind. Ja, aber es war eigentlich ganz, ganz, ganz lustig und ganz toll, da so lang zu laufen. Und ich glaube, die schönste Stelle war wirklich, ich laufe eine Straße runter und filmt mich. Auf einmal merke ich so aus dem Augenblick, da ist doch noch eine Kamera, das ist doch nicht nur die eine. Und da gucke ich halt so nach rechts und da steht ein Lieferwagen mit offener Klappe und ich glaube, das muss ein Fernsehteam aus Berlin oder so gewesen sein. Die standen da zumindest da und beziehungsweise saßen im Auto und das Auto stand logischerweise auf der Straße und ich gucke dann nur in diesem Monitor von so einer großen Kamera und ich nur so, oh, cool, jetzt bist du irgendwo noch im Berliner Fernsehen zu sehen und weiß nicht mehr, wo du bist, aber auch. Also wirklich eine sehr witzige Sache. Mein Norman hat mich von der einen Seite gefilmt, von der anderen Seite hast du halt dieses Kamerateam gehabt. Das war sehr, sehr spaßig. Und ja, das sind wir jetzt gerade wiedergekommen und ein bisschen aufgewärmt, ein schönes warmes Kätzchen bei Starbucks getrunken. Und dann geht es jetzt auch gleich weiter. Ich werde mir meine Haare noch mal ein bisschen neu machen, ein bisschen neu pudern, neuen Lippenstift, was man da alles macht, bevor es wieder losgeht. Und ich freue mich total drauf. Heute Abend treffen wir uns mit der Syntec. Sie habe ich bis jetzt einmal habe ich mit ihr gearbeitet, sie kennengelernt. Das ist echt eine ganz, ganz liebe. Und da freue ich mich wirklich drauf, mich mit ihr zu treffen, wenn wir jetzt hier einmal in Berlin sind. Und ja, was ich jetzt noch wollte, ich wollte euch meine kleine Chaos-Ecke zeigen. Ihr wisst ja Frauen, ne? Guckt mal. Da haben wir. Ja, was kann ich jetzt noch sagen? Ich melde mich einfach nochmal bei euch, ne? Macht's gut, bis dann, tschüss!